So Leute, weiter geht's mit dem zweiten Teil von Battle for Blood. Wir schauen uns jetzt mal die nächsten vier Punkte an und hoffen, dass wenn wir hier vorne beim Schloss sind, dass es da einen Endgegner gibt. Und ja, schauen uns an, was weiter freizuschalten gibt. Also schwer war es nicht. Man sieht hier, wir haben ja lauter Sternchen. Im ersten Teil haben wir ja erstmal kennengelernt, was wir machen konnten. Ist ganz einfach zu erkennen. Man kann es auf verschiedenen Plattformen spielen. Wird über Steam runtergeladen, hat 80 MB. Das kann jeder Mensch spielen. Aber es macht richtig Fun, ja? Das macht richtig Fun. Ja, also ich bin voll dabei. Ich mag so, das ist grafisch höchst anspruchsvoll und für meinen Kopf genau das Richtige. Also das ist, ja, du brauchst gar nicht viel gucken, du entspannst dabei und denkst, drückst du, fertig, Ende. Also das ist wirklich, also ich bin wirklich, es ist nicht, kein Spaß, nein, wirklich, das, ich mag sowas, das ist geil. So, ins Horn hier blasen. Was haben wir hier? Helm, aber den kriegen wir doch nie da oben weg. Und den? Alter. Also man muss jetzt hier, muss man immer senkrecht gucken und dann in der obersten Linie waagerecht. Okay. Naja, der erste Move ist immer noch der wichtigste. Also wenn ich die jetzt hier runterziehe, fällt der auf den und könnte den damit wegmachen. Dann fällt er eins runter und ist weg von ihm hier. Und den kriege ich nicht weg. Wenn ich ihn hier wegmache, fallen die darüber, der darunter und eventuell kriege ich da oben noch eine Reihe mehr. Wenn ich den da drauf mache, ist er unten da. Warum fange ich auch mit dem an? Aber ich will kein Geld. Guck mal, dann hole ich Geld. Und die erste Einheit läuft los. In dem Match hier vor, in dem anderen Video, das letzte Match, da habe ich den Fehler gemacht. Ich habe erst einen Bogenschützen gerufen und der tankt ja nichts. Der ist sofort umgefallen. Ja, also es ist echt beschissen. Also eigentlich sollte man mit einem Krieger anfangen. Aber ich habe hier überhaupt nicht die Möglichkeit, einen Krieger oder einen Krieger zu rufen. Ja. Also ihr wisst, was ich meine, ja? Nee? Okay. Ja. Ja, das war der beste Move überhaupt. Ja, sehr nice. Bogenschütze rechts rund. Ja, so. Zwei. Ah, das gibt dann drei. Über die Ecke gibt das dann direkt drei. So, jetzt habe ich mir einmal Money geholt. Und mache den hier. Double Move. Alter. Das kann ich verkacken, oder? Okay. Ey, jetzt brauche ich auf jeden Fall immer Einheiten vorne. Auch Krieger. Den da rüber fällt das runter. Der bleibt ja nicht so sitzen. Ah, ja, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Oh, das war gut. Das war richtig nice. Oh, der ist gut. Ah, der war gut. Sag mal, Verstärkung. Räumt an, ihr Schweine! Den darüber? Fällt er. Ich mach den. Hallo. Also die Bogenschützen sind ja nicht so geil, ne? Also die Bogenschützen ist ja genau das, was ich...
Also es ist immer wirklich ein bisschen knapp, ne? Also es war jetzt auch schon so. Ah, damit kann ich den Leuten mal eben. Wie nennt man das? Nicht Honor, sondern Mut, genau, Mut blasen. Ich blase ihnen einen Mut. Den Marsch. Ja, also damit rennen die halt ein bisschen schneller. Doppelt so schnell wahrscheinlich oder so. Und dann sind die schneller beim Feind. Für zum Beispiel, du rufst gerade, oh, Combo, 70 Leute gerufen und vorne stehen nur 3. Dann blase ich den Marsch und dann rennen sie nach vorne. Und können natürlich dann somit auch die Line halten. Also die Lane. Die Lane? Weiß ich nicht. Ja. So, er möchte, dass wir da drüben das machen. Also er sagt ja immer freiwillig, was man machen könnte. Nur packe ich den rüber. Rutscht das alles runter. Rutscht runter. Wenn ich den darüber packe, rutscht der da drauf. Der eins runter. Aber ein Bogenschützen als erstes ist scheiße. Das ist kacke. Das geht nicht. Da wird der Krieger nie hinterherkommen. Das ist ein verschenkter Move ist das. Und wenn ich oben mache, macht gar keinen Sinn. Also ich nehme den hier. Ja, und das gab dann auch direkt ein paar Leute. Das hier gibt gleich direkt ein Double. Wenn es 6 dieselben sind, ist natürlich ein fucken Triple. Und dann holen wir das mal runter. Ich dachte eigentlich eher an was anderes. Okay. Money. Das war gut. Ah ja, da war Trubel. Ja, sehr gut. Ich kann nachdenken. Da gibt's ja gar nichts mehr. Verdammte Scheiße. Null Moves. Das. In eine Reihe geben auch 3 oder 2 Menschen. Yeah.
Schlag ihm den Schädel ein! Und jetzt reißt die Burg nieder! So, das ging ja voll. Immer 3 Sternchen, also noch wird es nicht eng und ich grade ja nichts ab. Also bis jetzt haben wir genug Money. Probieren direkt das nächste. Gucken wir, müssen wir jetzt oder in der nächsten Runde gibt es wahrscheinlich eine neue Einheit. Oh Scheiße, das wird schwer. Starten könnte man damit. Wohl wahr. Ist auch das einzigste, was geht. Okay. Let the game begin. Oh, ja, Mann, Alter. Und dann Tunnel. Bubble, bubble, bubble. Den rüber. Wenn ich den rüber mache, den die weg, dann fällt er das runter. Ja, Mann. Genau so wollen wir es. Da drüben? Das hätte ja gar nicht gemacht. Der da nichts mehr geregelt. Alter, was geht nach oben ab? Boah, hab ich verkackt, Alter. Meine Güte, hab ich verkackt. Ach du Scheiße. Ja, das war's, Alter. Game over. Was, ey? Okay, also das war dann doch nicht mehr so einfach. Also hier wird es dann wohl wirklich eng. Also schaue ich mir das mal an hier. Hat er denn einen neuen Typen freigeschaltet? Nö. Nö, natürlich nicht. Und nun? Ja, aber... Und nun? Ja, Alter. 30%, 26%, 20%. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich noch so richtig gut mit den ganzen Sachen hier fahre. Die kleinen Upgrades, die bringen ja dann kaum noch was, ne? Eieieiei. Wie viel habe ich da? Ja, live braucht der da hinten nicht. Der braucht ja nur Angriff. Ja. Mehr konnte ich jetzt nicht machen. Ich habe einfach mal alles upgegradet. Man weiß ja nicht, was man kriegt. Ja, würde man sagen, okay, ich stelle nur das Ding dahin, dann... Ja, wenn es nur Pikaniere wären, dann könnte ich ja Pikaniere aufbauen, aber es kommt ja alles. Wenn ich die ganze Zeit in der ersten Runde nur die davon aufrufe und die haben nichts, dann macht das ja auch keinen Sinn.
Verdammte Hacke. Ich weiß nur, Bogenschütze hinten braucht kein Leben. Das heißt, da kann ich alles in Angriff buttern. Ja. Zum Beispiel sowas hier. Ja, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Alles voll Money, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin überhaupt über die erste Runde gekommen bin. Ich glaube schon, ne? Erste habe ich geschafft und zweite habe ich noch völlig verkackt. Vielleicht bin ich gerade zu langsam hier unten. Ich muss einfach mal ein bisschen. Mit ein paar Dinger mehr. Ein paar Einheiten. Leute! Fuck, Alter. So. Ja, Mann, ey, ja! Also der produziert ja permanent Einheiten, ne? Also selbst wenn die, wenn du den Turm nicht angreifen würdest mit dem Bogenschützen, ja, würdest du ja die ganze Zeit immer nur Nahkämpfer gegen Nahkämpfer angreifen und die würden sich ja gegenseitig die ganze Zeit metzeln, bis du keine mehr hast. Also ohne Bogenschützen würdest du wahrscheinlich kaum durchkommen. Eagle Warrior. Ja, bin ja gespannt, ey. Keine Lebenspunkte und nicht wirklich mehr Angriff. Weil meine ja schon abgegradet sind. Zum Beispiel er hier. Oder. Ja. Was kostet das? 38, so. Nee. Jo. Kann ich denn mehr hinzutun? Achso, jetzt muss ich 4 Punkte auffüllen. Und könnte ihn noch mit dazu packen. Aha. Naja. Oder ich pack den weg und nehme den. Nö. Also brauchen wir den da. Da ist jetzt überall so einzelne Steine rumfliegen, die du nicht benutzen kannst, weil du sie nicht gebrauchen kannst. Hä? Ja, dann upgraden wir den. Nee, dann machen wir direkt 38, damit er auch einen Sinn macht. Nee, Geld wollte ich nicht. Wollte auch keine Werbung machen, dass es jetzt Geld kostet hier. Denkt man nicht, dass man da Geld investieren muss. So. Ui! Ui! Ja.
Ja, die sind schon abgegradet, Kollege. So. Achso, das ist. Diese Stage ist timed. Also dieser. Jetzt, was wir jetzt machen, das läuft auf Zeit. Also ich muss so viel wie möglich kloppen, bevor der Timer outrunning ist. Läuft der jetzt schon? Nee, okay, ich kann noch mal gucken. Ah, hier könnte ich die erste Special-Einheit rufen. Ich könnte jetzt einen, da von da nach da einen Special Move und das kommt runter. Und wenn ich den mache, geht nur Geld weg. Naja, immerhin. Ja, nee, wir rufen also direkt erstmal zwei fette Armies. Also auch noch mal zwei. Ja, toll. Wir müssen. Ja, das war für ich empfand das jetzt als gut und hoffe mal, dass es dann auch so weiterläuft. Ich schreibe hier, glaube ich, den Hals aus dem Kabel. Muss ich hier mal nebenbei konzentrieren, das ist ja eine wichtige Tippe. Oder ja, toll, das war's. Ja, doch, noch. Wieder mein nächster Move sein. Das ist der Boss. Den kriege ich ja richtig aufs Maul. Ja, yes. Oh, das war mein erster Move. Ja, Mann. Alter, habt ihr gesehen, wie viele Kombos ich gemacht habe? Alter, okay, nochmal. Ansonsten muss ich farmen oder was, Alter? Was? Krass, Alter. Ich bin gerade ziemlich abgefuckt. Ey, was ist? Nee. Aber das ist. Das war nicht. Nee. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Oh,
Mir ist gerade aufgefallen, das, was der gerade meinte mit Zeit, ist nicht, dass das Ding hier auf Zeit läuft, sondern ich habe nur ein paar Sekunden Zeit, so viele Moves wie möglich zu machen. Das ist mir gerade so, weil der Umstand Zeit, ich dachte, hey, ich hatte doch noch 9 Moves, aber nee, es steht ja Time. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich unten die Dinger wegmachen, um zu gewinnen. Also bei der nächsten Runde gebe ich dir dann mal ein bisschen mehr Mühe, ne? Das alles auf Zeit zu machen und nicht auf Mut aufzubauen. Und nach mir kommt den Scheiß. Na. Völlig verkackt, halt. Alter. Also es ist nicht mehr einfach. Deswegen wollte ich mindestens bis zum Boss spielen und euch das auch zeigen bis zum Boss. Es ist also jetzt geht's ja echt ab hier, ne? Also jetzt muss ich gucken, dass ich das Geld, was ich kriege, wenigstens irgendwie in die Einheiten, die ich habe, mit reinpacke. Also der kann nur einen Def kriegen, der auch nur einen Def. Was kann der kriegen? Der kann gar nichts kriegen. Wenn der auch nicht. Critical 2 auf 4. Auch auf 4. Also dem machen wir mal 5. Dem geben wir einfach mal 5 Def. Ja. Weil ich denke, er kann's. Dann packen wir ihm das auch drauf. Und er. Was kann denn die. Ich guck einmal. Na. Mein Mausrad ist zu schnell. Mit ihm ein bisschen mehr Leben. Und. Was ist denn das? Reiten ist Laufen oder ist es Attack Speed? Weiß kein Mensch, ne? Ich weiß nicht, was Laufen ist. Mann, Mann, Mann. Also ich hab eher den Eindruck, dass es ein Textfeld ist, weil warum sollte man 0,2 und 0,5? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Also, ne, hier den Unterschied alleine. Daher geben wir immer mehr Speed.
mal dabei sind. So, und jetzt die nächste Runde. Und ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Ich werde mich jetzt nur darauf konzentrieren, so schnell wie möglich, so viele rein wie möglich da wegzuklatschen. Ja, bye, bye, Alter. Nix bye. So. Guck mir am Anfang direkt das Feld an, damit ich mir das einprägen kann. Da 30 Sekunden Zeit habe ich nämlich. Ich pack den runter, krieg die Reihe weg, die Reihe weg. Da hier doppelt so viele wechseln, rutscht er einen runter. Und das sind, ja, das sind so machbar. Das ist ein guter Anfang, das ist ein sehr guter Anfang. Okay, drückt mir die Daumen, Leute. Let's ready. Next. Toll, nix mehr. Doch da. Ah, fuck, Alter. Fuck. Keine Scheiße. Es war so knapp, ey. Alter, ey. Alter, ey. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich machen soll. Das war jetzt so schnell, so krass, ey. Okay, also nochmal upgraden. Krasse Scheiße, ey. Ich kann auch kaum noch was machen, ey. Mann, ey. Hier ist aber auch nicht mehr viel, ey. Und überleben die einen Schlag länger. Ja, toll. Ein Punkt. 200. 200,
200. Ey, ich müsste eigentlich 5, 6 Runden einfach verlieren, oder? Oder vorherige Map nochmal machen. Also die vorherige Map noch einmal machen. Nu. Kann man die nochmal machen? Ja. Dann mach. Nee. Ach, das geht. Okay. Dann machen wir die noch einmal. Und nehmen dann mit den 700 da ein paar Sachen wieder mit, was wir hier rauskriegen. Also hier sind ja Moves. Ja. Das müssen wir bei dem anderen passieren, Alter. Ja, guck dich das mal an, ey. Das ist die erste Runde, ey. Wenn das bei dem anderen so passieren würde, ne? Der Moment, sag mal. Guck, dass ich ein bisschen Geld mitnehme. Ja, so viele um die ganze Zeit, ja, ständig. Ah, es gibt nur 300. Alter. Ja, man sieht da auch, wie krass die Viecher umkippen. Ja, also das ist ja, die eigenen Leute kippen ja um wie sonst was. Ey, Bock, keine Differ. Ich hab keine. Was soll ich denn für eine Differenz machen? So, Alter, soll ich durch hier die scheiß Peanuts nehmen oder was? Ach, Passanten. Ah, nicht Peanuts, ey. Ja, die machen überhaupt keinen Sinn. Die ganzen scheiß Hunde. Der labert, ey. Den ganzen Tag labert der, ey. Mann. Ich brauch. Mehr. Mehr, 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 mehr. Attack Speed oder verteidigt? Ich weiß doch auch nicht, ey. Ich gebe dem. Ja, doch. Oder? Mein 5, 1, 3. Gerade sind die ganzen. Die Tiere sind die ganze Zeit immer umgefallen, obwohl die am meisten Verteidigung haben. Ich würde dem ja gerne Attack Speed drauf machen. Alter! Nee. Sicher nicht. Zwei, acht oder Verteidigung. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir probieren das jetzt noch mal. Denn ich nicht wissen absolut gar nicht. Ja.
Wir probieren das jetzt nochmal. Ansonsten werde ich heimlich einfach mal ein paar Runden fahren. Und dann zeige ich euch das im dritten Video. So als Finale. So, wir haben hier 30 Sekunden Zeit. Den runter. Den links. Den rechts. Den rechts. Okay. Go. Schnell, sag mal ein. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich muss das jetzt hier analysieren. Vielleicht den rüber. Den rüber. Den rüber. Den rüber. Zu machen, ey. Und es ist alles dicht. Warte, ich muss so. Oh mein Gott, Alter. Bitte, ey. Das war wieder so knapp, ne? Der hätte nur die 5 Viecher, die da waren, noch wegklappen müssen. Wow, leck mich fett, Alter. Ey, das Spiel, das macht mich fertig, Alter. Fertig! Ich gehe damit so, ey, meine Fresse, ey. Ich glaube, das Spiel bis zum Ende. Krasse Kacke, ey. Aber das war wirklich übel. Also, Leute, das ist, ich habe gar überhaupt nichts gesehen. Nix, ich habe... Jetzt nur gerade rechts oben gesehen, das Geld, aber ich habe nicht gesehen, wurde das freigespielt, freigeschaltet. Keine Ahnung. Alter. Ja, aber das macht ja auch kaum Sinn, oder? Du musst ja 50 Dinger spielen, damit ich das Geld wieder drin hab. Ich weiß auch nicht. On each matching. Ach so, 30, 30, 30, 90, dann sind es 40, ach so, das sind 30 mehr, sind 10 matching. Ah, so meint er das. Komm, ich abbreche das mal. Dann wäre das die Art, mehr Geld zu farmen. Ach, ja, dann machen wir das direkt mal mit. So, Leute, das war's dann auch wieder. Ich weiß auch gar nicht, wie das sind schon Minuten, ey, Stunden in den Tag gegangen hier an dem Dingen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Das ist richtig geil, das macht richtig Laune. Bis dann, ciao.